Wundervoices, der Sprechersprecher.de Podcast mit Alex Jacobi. Wenn man dann schaut, wie das, sagen wir mal, von in den 80ern auch gesehen wurde bis heute, hast du das Gefühl, dass das Synchron sich weiterentwickelt oder wird Synchron schwieriger? Also, es gibt ja auf der einen Seite die Leute, die sagen, okay, das ist eigentlich schon eine lokale Kunstform geworden, und auf der anderen Seite Leute, die sagen, okay, es geht immer mehr in Richtung, hier wird nur noch übersetzt, weil die Flut der Produktion es ist ja unglaublich, was im Moment produziert wird, oder? Mhm. Ja, den ersten Boom habe ich aber auch schon erlebt. Das war halt Mitte, Ende der 80er, wo dieser durch die Kirchmedien, wo plötzlich unheimlich viele Serien eingekauft wurden aus Amerika, ja. die dann synchronisiert werden mussten. Da schossen dann auch lauter Synchronfirmen aus dem Boden, die es vorher noch nie gegeben hatte. Und die großen etablierten Häuser, die 5, 6 Firmen, die es vielleicht gab, fürchteten um ihr Standing. Da gab es das schon mal das erste Mal, dass so eine Schwemme kam und unheimlich viel zu tun war und die Leute eben auch, also man Leute brauchte, ja. Aber eben auch der Durchsatz der Produktion schneller war. Also dass es eben nicht unbedingt darauf ankam zu sagen, warte mal, da müssen wir mal tüfteln oder der Text muss 1A sein, sondern dass man sagte, das Ding muss fertig sein am Ende der Woche und wir haben Auslieferungstermin dann und dann. Das waren dann plötzlich Montags die aufnehmen, Freitag senden. Ja, das waren dann irgendwie, da ging das damit los, dass man auch diesen, dass plötzlich das zu einem Maßstab wurde. Ja. Und ob das was mit der Qualität und mit der Quantität dann zu tun hatte, das war eigentlich jedem auch selbst überlassen. Also man hätte ja auch sagen können, nee, das schaffen wir nicht so schnell. Aber jeder wollte dann irgendwie auch den Auftrag bekommen und hat dann gesagt, kriegen wir hin. Und parallel dazu hat es aber auch immer Produktionen gegeben, wo es nicht darauf ankam, schnell abzuliefern, sondern nur zu sagen, wo es darum ging zu sagen, das Ding muss gut werden. Und das hat auch nicht unbedingt was mit Fernsehen oder Film zu tun. True Detective, eine meiner Lieblingsserien und eine meiner Lieblingsarbeiten, die ich gemacht habe, war fürs Fernsehen. Und es war für mich wie ein fantastischer Kinofilm, ja. Den ich auch ganz alleine aufgenommen habe. Und also wo ich ganz alleine gesprochen habe, von vorne bis hinten durch, konzentriert. Ja. Unglaublich. Ja. Und da habe ich schon schlimmere Kinofilme synchronisiert, die auch schneller runtergenudelt wurden. Aber bei der Produktion ging es nicht nur mir so, sondern auch dem Regisseur, allen und der Produktion auch, dass sie sagten, oh, das ist anders. Es ist ja das ganz anders. Was ich an den Netflix und den ganzen Serien finde, ist ja, dass du auf einmal wieder diese Erzählbögen hast. Ja. Also ich fand das alles. Entschuldigung, nur unterbrechen. Und vor allen Dingen auch die Freiheit hast, dass du nicht sagst, nächste Woche schalten sie wieder ein und dann ist wieder Billy und Philly sind dann wieder an derselben Stelle und sondern du sagst, du kannst auch Leute sterben lassen. Also ja. dass die Autoren auch frei sind, zu sagen, genau, und jetzt geht der raus aus dieser Serie. Jetzt hat er einen Unfall und ist tot. Und du musst nicht diese Sehgewohnheiten, die man vielleicht auch noch ganz bewusst aus diesen 80ern kannte, die wir ein fürchterliches Korsett waren auch. Aber so all diese Sachen wie Zeit und Langeweile sind ja ganz wichtige Bestandteile auch von Geschichten. Und ich fand, und das meine ich total positiv, dass True Detective dieses Zähe. Unglaublich. Ich erinnere mich an diese Szene, wo die gefühlt eine halbe Stunde in diesem Auto irgendwie langfahren. Ja, ja. Dadurch durch Louisiana oder Kentucky oder wo das war. Louisiana. Und es ist so schwer zu ertragen, weil es sich so zäh zieht und du denkst so, oh Leute. Ja. Aber es ist so. Es ist genau das Gefühl, was du haben musst, weil wenn du durch Louisiana fährst, ist das vorherrschende Gefühl. Und dafür war Zeit da und deshalb warst du auf einmal so unglaublich in der Story drin. Ich meine, abgesehen davon, wie handwerklich, ich meine, allein diese Kameraführer am Ende, wenn die durch den Dungeon gehen. Ja. Das ist so weird. Das ist so ja, dieser One-Shot am Ende von einer Episode, wo sie in dieses Drogenhaus. Ja, das meine ich.
Es ist. Ja, der mit dem, ich dachte, du meinst jetzt zum Schluss, in dem Verlies, wo sie quasi dem. Ach so, da erinnere ich mich gar nicht mehr an die. Nee, da gab es so, ich weiß nicht, am Ende, ich kann es jetzt auch nicht genau sagen, es waren 6 oder 8. Ich glaube, 8 waren es dann, so in der Mitte. Ja. Irgendwann in der Mitte gibt's, gehen die in ein Drogenhaus, wo eine schwarze Gang halt Drogen hält, dass sie überfallen, wo sie dann einen Kerl rausholen und wieder in einem Auto verschwinden müssen, in einer Einstellung durchgedreht. Ich glaube, 6 Minuten in einer Einstellung durch, die natürlich irgendwie gecuttet ist und zusammengebastelt ist, aber sie ist gefühlt in einem durch. Ja. Herrlich. Wunderbar. Ja, das war toll. Und damit will ich sagen, also das hat dann plötzlich ab den 2000er Jahren hat dann plötzlich auch das, was Fernsehen oder halt hatte plötzlich noch mehr Freiheiten als das Kino. Hat es heute viel mehr, oder? Ja. Aber dazu muss man auch sagen, dass diese Serien eben, was ich auch schon eigentlich jetzt eben erwähnte, in den 80ern, als dieser große Boom war, sagen wir mal, diese Kirch-Ära, das waren ja eigentlich genau diese Serien eher zum Abgewöhnen. Also die hatten ja, das war ja alles nach Schema F, da was weiß ich jetzt so, Dallas, Colbys, ja. Denver und dann diese endlosen Polizeishows oder irgendwas, die ja alle nach demselben Streckmuster waren. Das ist ja langweilig. Unser heutiger Podcast-Partner sind wir selber. Wir suchen nämlich neue Kollegen. Und wenn du Account Manager bist, Programmierer, Projektmanager und am besten vielleicht Erfahrung im Bereich FMCG, Werbeagenturen, Filmproduktion oder Radio hast, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung. Gehe auf alexjacobi.ai/jobs und schau dir unsere offenen Stellen an. Wir würden uns freuen, von dir zu hören.